Die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, hat ganz viele unterschiedliche Identitäten, sage ich mal. Man ahnt es gar nicht. Tagsüber ist er sowas Ähnliches wie ein Vertrauenslehrer, Sozialpädagoge in einer evangelischen Grundschule und betreut kleine Kinder, wenn die Sorgen haben, wenn sie geschubst werden, geht er zu ihnen mit ihnen in den Arm und alles ist gut. Er ist sehr beliebt in dieser Grundschule. Nachmittags rührt er Marmelade an für seine Fruchtaufstrichfirma Jamalade und abends ist er Selekteur und Türsteher in den edelsten Nobelclubs hier in Berlin. Hier ist Dilem Onya. Die allererste Frage, die wahrscheinlich alle stellen, sind deine Haare echt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir heute nicht so viel Zeit genommen für die Haare. Deswegen sieht das so ein bisschen Tingeltangel-Bob-mäßig aus, habe ich schon gehört gerade. Normalerweise schaffe ich das irgendwie so, dass sie ein bisschen kreisrund sind, wie auf dem Foto. Aber die sind echt, es ist keine Perücke. Der Weg hierher war wieder mühsam, Leute haben mich angestarrt. Darf ich mal anfassen? Und lässt du die anfassen? Ich, naja, wenn sie nett fragen, auf jeden Fall. Aber umsonst oder gegen Geld? So, genau. Du bist wahrscheinlich der außergewöhnlichste Sozialpädagoge in deiner Schule, den sich die Schüler vorstellen können. Du hast Sozialpädagogik studiert. Genau. Wie war das Studium für dich? War das für dich einfach? Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein klassischer Student, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch nie ein klassischer Schüler. Ich habe mich sehr viel von Schule gehalten, muss ich ehrlich sagen, weil ich nebenbei extrem viel gelernt habe. Also sprich jetzt mich mit Freunden getroffen habe, sehr viel Sport getrieben habe, ich spiele nebenbei Basketball. Das war eher so, für was ich mich interessiert habe. Musste aber nebenbei, wie gesagt, doch die Schule machen, weil ich einen sehr strengen Vater eben habe, der sehr viel Wert darauf gelegt hat. Der kommt aus Afrika, aus Nigeria. Und ja, Afrikaner legen sehr, sehr viel Wert auf schulische Bildung, muss ich ehrlich sagen. Er wollte, dass ich Arzt werde. Ich musste ihn leider damit enttäuschen. Da seht ihr ihn. Sehr traditionell. Ist dein Vater Arzt? Nee, leider nicht. Er selber gar nicht. Er hat bei Siemens gearbeitet. Er hat Elektronik studiert in London. Er ist, glaube ich, mit 24 ausgebüxt und ist nach London, hat dort weiter studiert, kam dann nach Deutschland, hat dann meine Mutter kennengelernt relativ früh und hat mit ihr eine Familie gegründet. Ja. Dazu gehören drei Söhne, die er gezeugt hat, mein Bruder und mein Kleinbruder, der 12 ist. Du hast dich dann entschieden, Lehrer oder Sozialpädagoge zu werden, also jemand zu werden, der anderen Menschen hilft, sage ich mal. Warum? Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich nicht wirklich so der Schüler war. Ich hatte immer Probleme mit den Lehrern. Wirklich, also massive Probleme. Ich hatte in der Grundschule, die Grundschule habe ich dreimal gewechselt. Dann kam ich auf die Brönnby, wo mein Bruder schon drauf war, der einen gewissen Ruf hatte. So mit steppte ich in seine Fußstapfen, aber die waren nicht wirklich zum Vorteil, sondern eher zum Nachteil. Und hatte immer schlechte Noten. Bis ich dann einen Freund von uns kennengelernt habe, den Juicy, der auch aus Afrika ist, aus Ghana, und der mich so ein bisschen so inspiriert hat, auch durch euren Freundschaftskreis, wo ich gesagt habe, die mich immer gefragt haben, und was machst du? Ich so, ja, Abitur. Aber das war wirklich nicht absehbar, weil meine Noten sprachen einfach nicht dafür. Dann habe ich so gemerkt, oh Gott, wenn ich kein Abitur mache, dann verliere ich so eher so den Anschluss zu denen. Und dachte mir, shit, ich muss mich auf den Hosenboden setzen. Hab losgelegt, ist auch eine Gesamtschule hier, oder? Gibt es auch mit den EF-Kursen, GA-Kursen, genau. Habe ich die jeweiligen EF-Kurse eben belegt. Ich glaube, ich war in Englisch, Mathe und in Biologie. Hab mich da auch so reingemogelt, alles was dazugehört, sprich Spicken und all sowas, alles was eben dazugehört, um die jeweilige Note zu bekommen, um eben das Halbjahr zu bestehen. Und ja, habe dann Abitur gemacht, habe das dann mit, ich glaube damals war der Sprung von der 10. in die 11. benötigst du 112 Notenpunkte in den undifferenzierten und differenzierten Fächern. Und ich habe das mit 113 Notenpunkten geschafft. Hat mir keiner zugetraut. Jetzt hast du einen ausgelernten Beruf. Du hast einen Job. Wie sieht der Beruf eines Sozialpädagogen aus in so einer Schule?
Man hat mich gefragt, ob ich eine Vollzeitstelle annehmen möchte oder nicht. Und dann meinte ich so, eher nicht, weil ich eben noch nebenbei so viel zu laufen habe. Ich habe gesagt, ich gebe mich mit einer Halbtagsstelle zufrieden. Das heißt 25-Stunden-Woche. Ich arbeite von 12 bis 16.30 Uhr. Also das heißt, ich kann ausschlafen, was schon mal optimal ist. 16.30 Uhr, ich meine, da ist der Tag noch lang genug, um einiges zu machen. Um zum Beispiel zu modeln? Um zu modeln zum Beispiel. Ich model nebenbei, muss ich ehrlich sagen. Viva Models ist einer der besten Agenturen in Berlin. Das ist deine sogenannte Setkarte? Genau, das ist meine Setkarte. Da schlummer ich da oben, das ist hier. Genau. Hier sieht man dich auch mal oben ohne. Genau, das war für ein Katalog-Shooting, für Unterwäsche. Du ziehst dich also für Geld aus? Ich ziehe mich für Geld aus, wenn der Preis stimmt. Nein, ich meine, das ist ein Part von dem Beruf, das ist für Free Soul gewesen. Du hast auch irgendeinen, ich würde mal sagen, einen ziemlich anstrengenden Job. Abends oder nachts, besser gesagt, am Wochenende eher. Du bist Selekteur, was bedeutet das? Selekteur, ich glaube, den Begriff, den gibt es erst seit 7 Jahren oder so. Früher haben es die Türsteher gemacht oder viele nennen mich auch eher, Dylan, du bist ein Türsteher und ich sage immer so, nee, nicht wirklich, ich bin eher der Selekteur, der für das Publikum zuständig ist und nicht für die Sicherheit. Und ich bin so der Puffer zwischen den Gästen und den Türstehern. Das heißt, weil du suchst dir aus, wer reinkommt und wer nicht. So sieht's aus. Oftmals gab es eben früher Reibereien, weil die Türsteher eher so ein bisschen grob sind. Dann haben sie da jemand hingestellt, wie mich zum Beispiel, der so ein bisschen diese Energie, diese negative Energie so ein bisschen ableiten tut. Na, kannst du uns noch die Idee erzählen, die hinter diesem Fruchtaufstrich steckt? Das sieht ja sehr professionell aus. Das ist irgendwie, sieht aus wie Marmelade, ist aber keine, ne? Es ist keine Marmelade. Wir können es nicht Marmelade nennen, weil die Konfitürenverordnung ist uns eben vorschreibt, je nach Fruchtanteil, was es eben ist. Und da wir eben mehr als 50% haben, oder mehr als 53% haben, nämlich 75, müssen wir es Fruchtaufstrich nennen. Aber das ist ja kein Nachteil, das ist ja eigentlich sogar ein Qualitätssiegel. So sieht es aus, genau. Aber das Witzige ist, ich war mal fest davon überzeugt, ich werde irgendwann mal aufstehen mit einer Idee, die mich nicht viel kostet und ich Cash machen werde. Das war immer mein Grundgedanke. Also ich habe mir da wirklich keinen Druck gemacht, egal ob ich jetzt Abitur bestanden habe oder nicht, oder ob ich jetzt studiert habe oder nicht, war ich immer der festen Überzeugung, da ich so ein ausgebuffter Fuchs bin, werde ich irgendwann mal aufstehen und eine Idee haben, mit der ich Cash verdienen werde. So war das auch. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt, mit der ich 8 Jahre zusammen war. Es hat mich in ein tiefes Loch geworfen oder ich bin in ein tiefes Loch gefallen, habe viel gemalt eben, um so meine Emotionen so ein bisschen fallen zu lassen und so wegzuwaschen, sage ich jetzt mal. Und habe natürlich neue Bekanntschaften mit Frauen gemacht und ich bin so ein Typ, ich will nicht so Standarddinge, ich will meine Freundin beeindrucken. Und ich beeindrucke sie nicht, indem ich ihr eine Blume schenke, die hier ist für 1 Euro zu geben, sondern hab überlegt, shit, ich koche meine Mädels Marmelade. Hab denen Marmelade so gekocht. Es kam verdammt gut an, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht nur das, du hast ja auch was geschrieben. Ich habe auch was geschrieben, genau. Diese Idee ist leider noch nicht enthalten, sondern ich habe diese Parfümproben, die ihr kennt, habe ich mir besorgt aus dem KDW, hab was raufgeschrieben, was ganz Süßes, hab's zusammengerollt wie so eine Flaschenpost, genau. Hab die in die frisch gekochte Marmelade gesteckt, das Gläschen, hab zugemacht und hab sie Mädels geschenkt, so wie so ein Glückskeks oder so. Und es hat natürlich Runden gemacht zum Valentinstag. Mit meinen Jungs saßen wir dann zu Hause am Kochtopf, haben dann richtig so für die Mädels die Gläser abgefüllt. Gedicht am Band, Fließband. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, es hat so ein gutes Feedback gegeben, dass uns die Leute empfohlen haben, wir sollen das Produkt einfach mal auf den Markt bringen. Das war eigentlich so eine Schnapsidee, in der Küche entstand ist. Und dann haben wir gesagt, okay, werden wir machen. Und der Geschmack war eben so ausschlaggebend. Und es läuft, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind jetzt seit einem halben Jahr im Verkauf, haben 12 Läden, kommen mit der Produktion eigentlich gar nicht hinterher, weil Leute aus München, aus Bremen auf uns aufmerksam werden, sogar aus Amerika. Und
Ja, muss ich ehrlich sagen. Also, toi, toi, toi. Die Idee war es, die so bestechend war. Die Idee war es. Das Leben ist kein Problem, sondern die Lösung hast du bestehen, Wiedem. Was meinst du damit? Ich liebe es zu leben. Und ich bin nicht der Meinung, dass wenn man... es kann einem noch so schlecht gehen, der Tod oder beispielsweise irgendwie der Sturz von einem Haus oder so ist nicht die Lösung. Sondern eher an den Problemen zu arbeiten. Und es gibt immer ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels oder ein kleines Kellerfensterchen, was offen ist. Weil meine Freundin, oder besser gesagt meine Ex-Freundin, hat auch die Tür zugeschlagen. Aber ich habe jetzt eine traumhafte Freundin gefunden. Und es gibt immer ein Danach, sage ich jetzt mal. Und für deine traumhafte Freundin rührst du auch manchmal die Marmelade an. So sieht's aus. Lina, vielen Dank, dass du da warst.